herzlich willkommen hier zu dem dritten Spieltag der PAX United Winter-WM hier auf meinem Kanal. Die 5 Matchtags-Päckchen sind wieder am Stisselbandissel und wir gehen rein in den dritten Spieltag, nämlich heute in die Gruppe C. Dortmund, Heidenheim und Bremen gegen Mainz 05. Wir haben 5 Päckchen am Start, 2 stehen für eine Halbzeit und das 5. und letzte Päckchen steht für die Nachspielzeit. Die ersten Spieltage sind bereits auf meinem Kanal online. Findet ihr ganz unten, also nicht ganz unten, sondern findet ihr einfach in der Videobeschreibung. Da ist die Winter-WM-Playlist verlinkt. Da sind alle Videos drin zur Playlist, unter anderem auch die Auslosung als allererstes Video. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Viel Glück an Dortmund, Heidenheim, Bremen und Mainz. Abfahrt! Ja, viel Glück an Dortmund. Ich würde sagen, ich drehe es direkt um, weil ich es schon gesehen habe. Und mich selbst gespoilert habe, und das ist der doppelte Torschütze Reus, der BVB, 2:0 für die Dortmunder. Dann haben wir Elversberg, Wiesbaden, Magdeburg, Bayern, Freiburg. Dortmund hat noch. Wo sind die Dortmund-Fans? Meldet euch in den Kommentaren. 3:0, und das ist die Antwort. Christian Kühlwetter mit dem 3:1. Leipzig und Leverkusen. Es fehlt hier Bremen, Mainz. Und hier war auch schon wieder direkt dabei. Florian Kainz, Matchwinner, bringt nichts. Aber hier Ljubovic Ajok mit dem Doppelpack für die Mainzer. 0:2. Bremen liegt zurück. Bremen liegt zurück. Darmstadt, Pauli, Union, Mainz. Mainz erhöht. Das ist Jason Lee mit dem 3:0 oder in dem Fall 0:3. Das ist krank. Und Sven Michel hinten raus. Das heißt zur Halbzeit 3:1 Dortmund und 0:3 Mainz. Halbzeit Nummer 2. Starten wir wieder mit dem Insatz. Freiburg, und das ist Leonardo Bittencourt, und das ist ganz wichtig. Das ist das 2:3. Köln. KSC Bochum. Freiburg, Hoffenheim, Emre Can. Und ich denke, das Ding ist hier durch. 4:1, und die Antwort kommt wieder blitzschnell. Jonas Föhrenbach, 4:2. Haben wir Mario Götze, Ljubicic, Kraus, Stöger, Dem, Porat, Pavard, Renault, Antje Olsen, 2:3, 2:4, Mainz. Vielleicht mit dem Todesstoß hier. Letztes Pack. Ja, und das war es endgültig, weil hier kommt Wunderkind Nelson Weiber. Das ist das 2:6 einfach. Einfach 2:6. Es kommt hier zwar nochmal Werder Bremen, aber ich bin Platz hier. Das 3:6. Aber das wird hier auch nichts mehr dran ändern. Aber eventuell bei Heidenheim nochmal. Benedikt Gimba mit dem 4:3. Nicht mehr. Dortmund nimmt die 3 Punkte mit. Dortmund nimmt die 3 Punkte mit. 4:3 für Borussia Dortmund und das 3:6 für Mainz 05. Also wie viele Tore hier in der Winter-WM fallen, das ist sehr, sehr, sehr geil. Feierlich. Feierlich und feier ich. Nämlich umso mehr Torhymnen haben wir hier. Und die Torhymnen sind doch hier auch immer wieder sehr, sehr geil. Auch in den Orakelbüs. Apropos Orakel wird es natürlich an diesem Wochenende auch wieder losgehen, weil Bundesliga startet wieder. Ich freue mich drauf. Zweite Bundesliga ist in 2 Wochen. Freue ich mich auch drauf. Herr Hau, Hertha BSC. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal und tschüss.